Thomas, du bist der Titelverteidiger. Wie ist denn das jetzt, an die Challenge zu gehen? Um ehrlich zu sein, ich bin wirklich gespannt drauf, was mich jetzt erwartet hier im Action, glaube ich. Und ich hoffe, ich mache es gut, so wie beim letzten Mal. Dann schauen wir gleich mal, was heute deine Aufgabe ist, oder? Perfekt. So, dann lies uns bitte deine Aufgabe vor. Lieber Thomas, du hast 5 Minuten Zeit, in einem Budget von 300 Euro, um so viele Artikel wie möglich ab einem Einkaufswert von 15 Euro zu finden. Viel Spaß. Dann würde ich sagen, viel Spaß. So, Thomas, der Titelverteidiger, startet gleich los mit einem Buddha. So, es geht weiter ins nächste Regal. Jawohl, ein Topset ist gekauft. Und ein 16-teiliges Service. Es geht weiter zum Heimwerken. So, eine Handkreissäge wurde geshoppt. Und er hat ein Luftbett entdeckt um 37,95 €. Und ein Terrassenwindschirm. Und um 70 Euro gibt es noch einen Koffer dazu. So, du bist bei 3 Minuten. Thomas ist bald durch, das ganze Geschäft durch. So, und ein Parfum kommt noch dazu. Und Thomas ist fertig in nicht mal 4 Minuten der Zeit. Ja, 252,60 Euro und 8 Artikel hat er geschafft. Wie ist er gegangen? Ja, es war relativ stressig, weil es sind nur kleine Sachen da. Also von daher, es war schwer. Platz 3 geht an unsere Silke mit 2 Artikeln und 31,98 Euro. Zwischen Platz 1 und Platz 2 war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, also ihr habt es euch gegenseitig nicht leicht gemacht. Platz 2 geht mit 6 Artikeln an die Jessie, 256 Euro. Und Platz 1 geht an unseren Titelverteidiger Thomas mit 8 Artikel und 252,60 Euro. Applaus für euch alle drei. So, jetzt ist es so, der Thomas bekommt seinen Wert wieder in Gutscheinen, kann in der SCW eingelöst werden. Und ihr zwei geht es natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause. Für euch gibt es jeweils 50 Euro SCW-Gutscheine. Bitte sehr gerne. Sehr gut gemacht, gratuliere. Ja, unser Gewinner zum zweiten Mal, der Thomas. Ja, wo führt dich denn der Weg hin mit deinen Gutscheinen? Direkt zum Dressmann, glaube ich. Und ich brauche ein schönes Hemd und einen schicken Anzug dazu. Das passt schon so, ja. Es geht wieder weiter und da kann man dich jetzt dann herausfordern. Ja, ich brauche wirklich einmal Herausforderungen. Ich hoffe, ihr meldet euch an und bewerbt euch und ihr fordert mich einmal richtig heraus.